Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Und zwar, es geht heute um meine Shampoos, die ich habe, um meine zwei Kerastase-Shampoos. Und ich möchte sie euch einfach ganz kurz vorstellen und sage euch natürlich, warum ich sie dann auch habe. Ich habe einmal so ein Volumen-Shampoo. Das ist dieses hier. Das habe ich mir gleich in so einer großen Größe bestellt, weil so ein Pumpspender dabei war. Und aufgrund vom Preis im Milliliter war es dann einfach so, dass dieses Größere auch wirklich um einiges günstiger war. Also man hat insgesamt dann 8 Euro gespart, im Gegensatz zu der kleinen, normalen Packung, die dann so aussieht. Also das ist die kleine, da sind jetzt 250 Milliliter drin und das ist die große. Also das ist so ein voluminisierendes Shampoo, was praktisch auch die Haarstruktur so ein bisschen aufbauen soll, reparieren soll, leicht Volumen geben soll und es macht nicht so schwer. Und genau das tut es auch. Also es beschwert das Haar nicht. Ich habe auf jeden Fall auch eine, also man merkt auch eine Pflegewirkung. Sprich, das Haar ist nach dem Waschen und man kann es schon durchkämmen. Also vielleicht braucht man ab und zu mal eine Spülung, aber es würde auch reichen, wenn man einfach nur dieses Shampoo benutzt. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich würde es mir auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Und es verhindert halt, dass auch die Ansätze so schnell nachfetten. Also am nächsten Tag hat man auf jeden Fall immer noch ja, weiches Haar, beziehungsweise der Ansatz ist nicht so fettig und die Frisur ist noch so, wie es am Vortag dann auch war. Jedenfalls bei mir. Ja, das zweite Shampoo, was ich habe, was ich dann praktisch nur ab und zu mal benutze, also das benutze ich dann auch für täglich. Und dann habe ich noch dieses und das ist ein, ja, ein Shampoo, was praktisch so ein bisschen Feuchtigkeit gibt und für trockene Spitzen auch ist. Und ja, ich lese mal ganz kurz hinten drauf, für trockenes und strapaziertes Haar und für, genau, von Ansatz bis Spitzen, Feuchtigkeit und so weiter. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, dass meine Haare einfach ein bisschen sehr trocken sind und vielleicht beim Shampoonieren schon wieder so ein bisschen mehr Pflege bräuchten, dann nehme ich das. Und das ist dann so, ich weiß nicht, einmal in der Woche oder alle 14 Tage. Und das ist mein Shampoo für täglich. Was richtig toll ist, auch an diesem Pumpspender, da kommt sehr, sehr wenig raus. Ich mache das jetzt natürlich nicht, aber da kommt wirklich nur, ja, wie der Daumennagel. Also ich muss wirklich zweimal drücken, dass ich, dass ein bisschen mehr rauskommt. Und was ich, das ist halt das Gute daran. Daran merkt man auch, dass es wirklich Qualität ist, weil diese Shampoos wirklich konzentriert sind. Man braucht nicht so viel davon. Und bei anderen Pumpspendern ist es immer so, dass einfach sehr viel Produkt rauskommt, was man gar nicht dann am Ende braucht. Und dadurch, dass es auch relativ teuer ist, finde ich das sehr gut, dass die diesen Pumpspender wirklich so eingestellt haben, dass man von vornherein schon wenig rausbekommt. Und das, also eigentlich reicht auch eine Pumpmenge für einmal waschen. Ja, und wenn meine Haare, sag ich mal, ja, viel mit Styling oder wenn da irgendwie viel Haarspray drin ist oder auch ein Gel oder so, dann benutze ich vorher ein No-Name-Shampoo, also irgendeins von Balea oder von Schauma oder so, um erstmal die Haare so ein bisschen vorzureinigen. Und dann nehme ich das hier für, ja, für den zweiten Waschgang sozusagen und dann auch auf die Kopfhaut und ein bisschen einmassieren und ganz leicht einwirken. Und ja, und wie gesagt, das nehme ich dann so alle eine Woche bis 14 Tage. Wenn ich dann denke, es ist mal wieder Zeit für eine Haarkur und ich aber ein bisschen so faul bin mit der Haarkur, dann nehme ich das. Ja. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich habe es jetzt nicht ausgesprochen, weil es ist auf Französisch und ich kann es sowieso nicht aussprechen. Ich schreibe euch aber auf jeden Fall natürlich nochmal die Namen unten in die Infobox und dann könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Und ich verlinke euch auch den Shop, wo ich diese beiden Sachen bestellt habe. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt einfach unten in die Infobox. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.